bin der Stormtrooper. Also ich weiß schon mal Folgendes, Kinder. Ich höre mir die auf. Ich laufe direkt, go, go. Ich gehe direkt hier runter, geplant. Und wenn die versuchen, die Bombe zu legen, mache ich Peng Peng. Hey Kinders, frohen vierten Advent. Ich hab mir extra für euch so eine Schneemap ausgesucht. Was passiert denn hier? Was passiert denn hier? Nein! Oh Gott, zum Glück bin ich so ein Acer-Mann. Ja, halt, hier ist ein Vierjähriger, Dreijähriger dabei. Oh, scheiße. Ich bin schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesurft, ne? Das letzte Mal war es bei Sea Source, dass ich gesurft bin. Aber ich hab's noch so... Wow, noch so ein bisschen drauf, ne? Nein! Das Dreijährige, das Kind hat mich erwischt. Ich muss erstmal alle muten. Ich wünsche euch, wie gesagt, allen einen frohen vierten Advent. Ich hoffe, ihr habt schon alle Geschenke am Start und sowas. Ich muss jetzt demnächst noch bei mir in die Poströhre gucken, wie es aussieht. Fuck, Alter, ich habe Angst, dass hier direkt die Pisser kommen, die Tees. Die rennen hier irgendwie direkt hinter uns rum. Guck mal, wie frech! Tja, ich geh jetzt einfach hier rein. Merkst du gerade mal was? Kann man da durchschießen? Nee, kann man nicht. Doch! Hier ist übrigens solche, so Musik eingebaut, so Rundenendenmusik. Deswegen kann ich jetzt schwer, da! Digga hat der! Wie frech ist dem? Ich muss am Schluss immer kurz dann wegschneiden oder muten, weil das, sind richtige Lieder. Eben kam... Und das geht natürlich nicht, ne? Noch zwei sind's. Ich kenne doch die Map gar nicht. Wo seid ihr versteckt? Aber die ist voll weihnachtlich. Es schneit, die sind Terroristen. Wie im Winter halt. Hab ich dich, du Lurch. Du fetter, fetter Lurch. Deine Mutter roch früher mal nach Käse. Da hat er einfach genutzt, Alter. Da hat er einfach genutzt. Mann, wir sind viel zu gut. Ich kann wieder in die Serverauswahl reingehen. Also in die, ihr wisst schon, in die Serverauswahl eben. Und kann so... Das ist nur Ressourcen. Und kann Server finden. Es war früher immer so, ich hatte natürlich ultramäßig viele Server bei Source, damals tausende von Server gefunden, pipapo. Dann habe ich irgendwann einen neuen Router bekommen. Und ab diesem Moment sind alle Router, die ich bekommen habe, waren scheiße. Die haben keine Server durchgelassen. Ich habe vielleicht 20 Server gefunden, wo ich davor 5000 gefunden habe. Und jetzt habe ich endlich diesen neuen Router. Ihr wisst, den habe ich jetzt schon seit ein paar Monaten. Und ich bin jetzt zufällig mal hier reingegangen und dachte mir, ich suche für euch eine schöne Schneemap raus. Und was passiert? Ich finde wieder tausende von Server. Ich kann wieder alles Mögliche spielen. Er hat meine Waffe, der Bock, der Dreckige. Komm, ich muss mich mal so ein bisschen hier in der... Oh Gott. Ich muss die Map mal so ein bisschen erkunden. Und ja, keine Sorge, ich zeige euch demnächst meinen Film. Ich wollte ihn euch eigentlich heute hochladen, aber der ist einfach zu schlecht, um einfach so dazustehen. Ich werde den als Zusatz dann irgendwo dazu machen, aber ich kann den Film nicht einfach so hochladen. Der ist echt so scheiße geworden. Alter, verarscht mich gerade! Mann, ist es dreckig, wenn man die Map nicht kennt und die ganzen geheimen Scheißgänge nicht kennt. Hier war er drin. Okay, da kann man einfach reingehen, alles klar. Und wir können scheinbar hier reingehen, unter die Treppe. Und können rausgucken, okay? Hier sind irgendwelche Gänge. Ah, hier geht's runter zum Bombenspot. Ich habe schon selbst einige Maps gemacht und mitunter habe ich eine ziemlich lustige Map gemacht, in der man, ihr kennt doch sicherlich alle Breakfloor. Ich hatte eine Map gemacht mit zwei Häusern, die durch eine Mauer auch getrennt sind. Zwei Grundstücke praktisch in Unterirdisch, die sind aber verbunden durch einen Gang, den man sich aber freischießen muss. Breakfloor-mäßig, ne? Und, Alter, verarscht. Ah, und das Coole war, dass ich mir da zwei Verstecke eingebaut habe als Map-Designer, die nur ich kannte. Beziehungsweise die ich halt so lange kannte, bis ich sie jemand anderem gezeigt habe. Also einmal an der Stelle, wo man einfach durch die Wand gehen konnte. Und dann gab es in diesen Häusern einfach... Oh, das erinnert mich voll an meine Map, die habe ich auch so gammelig gebaut. Oh, die Bombe liegt. Kriege ich jetzt hier eigentlich Damage? Nee, Fallschaden ist komplett ausgeschaltet. Die Häuser hatten alle Räume und außen eben natürlich auch dann Fenster. Und natürlich konnte man die Räume, die man durch die Fenster gesehen hat, auch betreten. Scheiße, ich darf hier nicht lang gehen. Auch betreten und dann aus dem Fenster springen. Aber es gab einen Raum mit Fenster, der hatte keinen Anschluss an die anderen Räume. Man konnte von drinnen nicht dran. Man konnte nur, wenn man auf dem Dach stand oder beziehungsweise wenn man an einem Fenster darüber stand, konnte man sich vom Fenster Sims runterfallen lassen auf das andere Fenster-Ding Sims und dann konnte man reingehen und war halt eben in seinem Raum drin. Und man konnte nur durchs Fenster kommen. Und mir fällt jetzt gerade ein, warum habe ich da nicht den Bombenspot hingelegt, ich dödel. Ich hatte nur ganz unten einen Spot, ähnlich wie hier auch. Also ganz unten war eben, wenn man sich da durchgeschossen hat, der Bombenspot gelegen. So, fickt euch, Alter. Fickt euch doch ins Knie. Ich gehe direkt runter auf euren verschissenen Spot. Ja, doch, Spot. Fuck. Der hinter mir hat mich gebumst. Okay, ich hätte vielleicht auch schneller runtergehen sollen, dass ich da im Raum drin stehe. Schwieriger als gedacht, aber es macht wieder so Fun. Bin der Stormtrooper. Es macht einfach wieder so Fun, diese öffentlichen Server zu betreten und hier alles Mögliche spielen zu können. Ich habe schon Aim Deagle gesehen, dass es das noch gibt. Es gibt auch noch Glassfloor. Breakfloor habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe auch nicht danach gesucht. Also das ist echt extrem nice. Ist hier oben eigentlich auch ein Spot? Keine Ahnung. Wo schneit's hier genau? Mir kommt es vor, als hätten die Tees irgendwie einen geileren Spawn. Man kann direkt von ihrem Spawn zu uns rüberlaufen und uns ficken. Aber ist mega. Ficker! Aber so ist es halt mit den Figures. Welch mal gewinnst du und mal verliere die andere. Was machst du, du kleine AWP-Humongulus, Alter? Ich hole mir nächstes Mal auch die AWP und dann bist du dran! Guck mal, wie er meint, der kann hier irgendwie Bunny hoppen. Diese räudige Kartoffel. AWP, dude! Jetzt sind sie dran. Die Banker, jetzt sind sie dran. Ha! Snitch! Hammer! Alter, ich bin so eine richtige Snitch, ne? Wie ich den weggepimmelt habe. Krass. Und jetzt kommt die Deagle Attack. Oho. Was ist eigentlich hier? Oh.
Was ist das hier? Medishot. Ich hab Medishot. Was es nicht alles gibt, oder wir leben echt in aufregenden Zeiten, meine Damen und Herren. Aufregende Zeit. Wundert euch nicht, wenn das Rundenende immer weggeschnitten wird, ne? Wegen den Sounds, die da eingespielt werden. Ich will keinen ID-Treffer bekommen, ich will keinen Trefferle bekommen, du. Woohoo! Depp, kriegst mich nicht! Ha! Was? 85 in 1? Was ist hier mit der Mausgeschwindigkeit los? Habt ihr gesehen, wie ich gestruggelt hab eben? Der war easy tot gewesen, ich kam nicht zu ihm hin. Hä? Sag mal, ist jetzt auf dem Server hier irgendwie langsamer? So an sich? Ich muss es jetzt mal eine schneller machen, das geht echt nicht. Alter, zum Glück schalte ich das Ende mal raus, ich dance immer voll ab, wenn die Mucke kommt. Ah, oh, fuck, das habe ich halt super hinbekommen, ne? Wow! Ha! Bitcherisch! Wie ich ihn genutzt habe, Alter, die Mistgeburt, verstehst du? Er wollte mich anneifen im Flug mit seinem schwulen Bunnyhop-Scheiß-Gedöns, Wurstkanonenkram, Alter. Aber nicht mit mir. Nicht mit Captain Awesome. Oh. Eben habe ich auch noch so geil geschossen im Takt, Leute. Dass ich. Fuck mal, diese behinderte ID-Treffer-Scheiße. Man könnte so edlen Content machen, wenn man die Musik nutzen dürfte, ne? Schade, schade. Ha! Fette Beach, brauchst du einen Treppenlift? Ach, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ist okay. Mit dem Nikolaus, mit der Para, habe ich nicht gerechnet damit. Oh, es gibt jetzt wohl gerade einen Map-Change, beziehungsweise zumindest eine Spiel-Neu-Dingsigung. Jetzt gehe ich mal T. Ja, geil, das liebe ich. Nur die Nates-Geschichten, das ist so geil. Mensch, weil ich der Nate-Profi bin. Stirb, Bitch. Oh Mann, ich kann wieder so auf diesen Servern rumalbern. Ihr merkt sicherlich, dass ich auch extrem gute Laune habe, weil ich diesen scheiß Film jetzt halt auch fertig habe, ne? Ich habe ihn jetzt rum. Scheißegal, wie es wird. Er ist fertig. Ich muss nichts mehr machen. Der hat mich ewig aufgehalten, was auch einfach die PC-Zeit angeht, ne? Es kostet ultra viel Zeit, Man kann ja einfach angetanzt kommen. Ey, kann man hier, das sieht hier auch durch? Wer weiß. Die Tees haben es so einfach hier. Wow! Ich geh mal die Bombe legen. Was ist denn das? Tactical Awareness Grenade. Oh, ist das cool. Damit kann man durch die Wände gucken. Er kann dadurch durch die Wände gucken. Und ist trotzdem so scheiße schlecht, dass er mich erst dann trifft. Wow. Hätte ich ihn durch die Wand gesehen, wäre er fünfmal tot gewesen. Ich muss dieses Video leider sehr kurz halten, da ich ganz viel noch zu tun habe heute. Unter anderem bin ich eh ab 17 Uhr nicht mehr da. Ich werde es also auch nicht bewerben können. Also falls ihr das Video toll findet, wäre es edel, wenn ihr nicht nur einen Daumen nach oben gebt, sondern es auch vielleicht teilt oder sowas. Wer weiß. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, die meine Videos so oder so teilen. Das ist auch der Grund, warum wir überhaupt so krass wachsen. Weil ihr mich so edel unterstützt und die Videos teilt. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Das ist wirklich sehr, sehr edel von euch auf jeden Fall. Und hier bei dem könnt ihr das gerne auch so machen. Und vielleicht teilt das auch jemand, der sonst nichts teilt. Damit meine Wünsche an euch, meine Glückwünsche an den vierten Advent eben auch rausgehen. An alle, an die ganze Welt. No. Wie viel Uhr ist denn jetzt? 12.55 Uhr. Okay. Na komm. Ich mache jetzt noch 5 Minuten und dann beginne ich die Schneidung. Also, Kinders. Ich will noch eine Bombe legen. Gehen wir uns zur Zeit. Ja, mach mal doof den Scheiß da. Woo. Ja, komm. Hoppa. Ich leg die Bombe zuerst, du Arschloch. Oh, das ist vielleicht ein Fickfrischenblätter. Da, brenn. Burn, Martha, burn. Hier ist die Bombe legen. Da soll mich doch mal jemand daran hindern. Un, dos, tres. Quaio cinco, Tante Maria. Das heißt Tante Maria. Ich bin Italiener zufällig und auch, ich spreche auch die Sprache, die in dem Lied gesungen wird. Un, dos, tres. Quaio cinco, Tante Maria. Merkt's euch. Wo bist du, du Fischgesicht? Da drin steht er, ne? Und hat mich auch geschissert, oder? Ich komme mit diesen Maps, wo man sich hin und her beamen kann, natürlich nicht auf Anhieb zurecht. Das ist klar. Da kann man natürlich nicht mehr von mir erwarten. Ist logisch. Fick dich, du affengesichtiger Hundesohn einer räudigen... Aber macht ja nichts, Schwäch, das macht ja nichts. Ich bin bei City. Oh ja, ich mach Pipi. Jetzt gehe ich schnell weg, denn ich bin kein Keck. Ich gehe einfach hoch. Bin wie eine Zofe. Wunderschön. Snitch, wie er mich kneifen wollte, Alter. Also ich weiß schon mal Folgendes, Kinder. Ich hör mir die Aub. Ich lauf direkt, go, go. Ich gehe direkt hier runter. Geplant. Ich gehe hier rein, geplant. Ich gehe hier runter, völlig geplant. Und ich bleib hier, geplant. Und wenn die versuchen, die Bombe zu legen, mache ich Peng Peng. Are you kurding me? Wie sie mich verkurden? Geht's denn hier lang? Wo geht's denn da lang? Hilfe? Mensch, ey. Hallo, 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 hallo. Ah. Eben ist Baloo in seine Crew gelaufen, auf irgendeiner komischen Sprache. Alter, was passiert denn hier überhaupt auf einmal? Ich geh jetzt dann runter, dann könnt ihr versuchen, Bomben zu leeren, so oft wie ihr wollen. Ich mach euch tot. Und wenn ihr wieder oben legt, dann raste ich aus. Wenn ihr sie oben legt, dann gibt's Probleme. Dann schmier ich euch ein mit meiner Creme. Gerade die Frauen stehen drauf. Eine Vergeltung muss ich noch eben machen hier. Pass mal auf, wie der räudige Hurensohn das gleich die Augen aufreißt. Fick dich, Bitch! Ha! Wir stehen ineinander, Dirk. Woo!
Also dann, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, teilt das Video, Daumen nach oben, Schokoladentorte mit Kindern drauf und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Bald gibt es ultra viele Waffen für euch. Woo!